Das Ding ist, ich konnte das immer nicht sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich verschenke einfach meinen Angebeteten, einfach Mixtapes. Und dann müssen die aus den Liedern herausfiltern, was ich fühle. Das war umgekehrt auch so. Und es war wirklich so, wenn auf dem Mixtape Scheiße war, Coco Jumbo zum Beispiel, dann waren die unten durch. Dann brauchten die noch nicht mal etwas sagen. Dann war vorbei, in der Sekunde. Und ja, der Jörg hat richtige Kassetten geschenkt. Aber es waren auch wirklich Zeiten. Du musstest immer einen Bleistift dabei haben, sonst hattest du irgendwann einfach nichts mehr zu hören. Man hat sich wirklich hier so, kennt ihr das noch? Wir haben uns hier so wirklich so ein Walkman geteilt, das waren diese kleinen Gameboy-Kopfhörer. Es war wichtig, dass man so laut machte, dass der Nachbar auch noch hören konnte, was man hörte. Das war fürs Image wichtig. Ne? Und ja, ich weiß nicht, also ich habe das geliebt in den 90ern, ich war süße 16, ja. Ist jetzt nicht so, dass ich nochmal 16 sein will, aber diese Unbeschwertheit, darüber wollte ich unbedingt ein Lied machen, ja. Es war wirklich so, mit 16 hatte ich nichts anderes als, ich habe gesungen, ich habe Musik gehört, ich war ständig verliebt, vorzugsweise Kurt Cobain und Axl Rose und ja, beides nicht geklappt auch. Aber ich sag euch, mehr war da nicht los. Mehr nicht. Wirklich, das war eine schöne Zeit. Und über diese schöne Zeit gibt es natürlich einen herrlichen Song. Hier ist in den 90ern.